Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Spezialorakel, wenn es um die Liebe im Herbst 2023 geht. Ja, wir gehen ins letzte Quartal und wir gehen jetzt wirklich aktiv in den Herbst. Ne? Wir haben jetzt noch eine gute Woche und dann haben wir Herbststart. Aber wir wollen ja immer alles schon vorher wissen, weil wir ja neugierig sind, wie sich alles entwickelt. Also schauen wir zum großen Blatt heute mit den 36 Lennemore-Karten an die Liebe im Herbst 2023. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich begrüße meine lieben Abonnenten und natürlich auch alle, die heute neu hier dabei sind, seid mir gegrüßt. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn es euch hier gefällt und ihr alle natürlich ein kostenloses Abo hinterlasst. Und an euch alle, die auch schon ein Abo haben, großer Appell, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das ist für mich ganz, 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 ganz wertvoll. Und ja, damit könnt ihr mir wirklich einen ganz, ganz großen Wunsch auch erfüllen. Kostet euch nichts und ist ja alles immer ein Geben und Nehmen. Alles soll ja immer auch im positiven Fluss sein. Ne? Dies dazu. Natürlich ist es ein allgemeines Kollektivorakel. Hier sind die allgemeinen Energien, die Tendenzen drin in der Liebe im Herbst 2023. Deshalb könnt ihr natürlich auch eine persönliche Legung bei mir buchen. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanalinfos. Und ich freue mich natürlich, wenn wir auch für euch ganz individuell die 36 Karten hier auslegen. Ne? Also kontaktiert mich sehr, 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 sehr gerne. Na gut, ich glaube, jetzt sind wir alle gespannt. Also fange ich mal an zu mischen. Die Liebe im Herbst 2023. Was möchte sie uns sagen? Was möchte sie uns bringen? Was dürfen wir erfahren? Was ist wichtig jetzt zu wissen? Alles das, was die Karten uns für Botschaften bereithalten, wollen wir auch gerne dankend annehmen und wollen wir vor allen Dingen auch wissen. So, dann würde ich sagen, machen wir die ersten drei Stapel, schauen uns die ersten Energien für den Zeitraum an. Der Sicherheitsschlüssel, die Mäuse und der Bär, okay. Ja, der Schlüssel ist eine Sicherheitskarte, er öffnet neue Türen, schließt auch Türen. Und mit Sicherheit kommt hier irgendetwas nicht so ganz so Tolles in Bezug auf diesen Herrn, diese Frau, Kollektivorakel kann das Mann und Frau sein, dass wir vielleicht ein bisschen traurig sind. Ne? Die Mäuse sagen ja immer ein bisschen Verlust, ein bisschen Angepiekstheit. Ne? Das Wort gibt es nicht, ich weiß, aber dass man sich nicht so gut fühlt, weil irgendwas ist oder so. Ne? Und das kann gut sein im Herbst, dass ihr entweder ist das Ex-Partner, Ex-Partnerin oder es ist jemand, den oder die ihr schon auch kennt, auch schon mal vielleicht gedatet habt oder kann auch jemand ganz Neues sein, eine ältere Person, eine selbstständige Person, also die in der Selbstständigkeit ist, auf jeden Fall beiden Beinen im Leben steht. Ne? Und da kann sein, dass da irgendwas kommt. Es kann aber auch sein, sind jetzt erstmal die drei ersten Energien, dass hier zwar eine neue Sicherheitstüre sich für euch öffnet, aber ihr jemanden kennenlernt oder ihr an eurer Seite habt, der oder die ein bisschen Kummer hat, ne? Wo man Aufbauarbeit leisten darf, wo, ja, ich sag mal so, vielleicht nicht alles so einfach ist, ne? Und man zur Seite steht. Und vielleicht wird dann aus dieser Freundschaft, aus diesen Hilfestellungen heraus und fürs Dasein wird dann auch mehr. Ne? Also es muss nicht unbedingt sein, dass da innerhalb von euch irgendwas ist. Das wisst ihr, es ist ein Kollektiv und wir haben ja erstmal die drei ersten Stapel. Aber es kann gut sein, dass auch die Person Verluste hat, ne? Und auch da sich wünscht eine neue Türe, die sich endlich öffnet. Mit euch, mit wem auch immer. Ne? Also das ist sehr spannend hier. Auf jeden Fall so. Ich lege jetzt natürlich die großen Karten, wollte ich gerade sagen, das große Kartendeck aus. Wichtig ist auch hier wieder, liebe Herren, wir sind alle die Frau hier im Kartenbild, im Kollektivorakel. Ich zeige gleich die Karten, wenn sie halt kommen. Und der Mann ist immer Herzmensch, Herzmenschen. Ne? Also da, wo wir hoffen oder wollen, dass irgendwas passiert in der lieben Liebe. Aber wir haben ja schon hier die Partnerschaftskarte auf dem Alltagsglück. Ich spoilere ja schon mal, ne? Die zweite Karte hier. Und ja, ich meine, Aufbauglück, Wachstumsglück ist immer schön. Ne? Das große Ganze, vor allen Dingen liegt dann auch noch das Kleeblatt hier. Auch noch im Hause des Baumes, ne? Also auf dem Wachstumsunternehmen haben wir den Baum. Also hier möchte Partnerschaft definitiv starten. Ja, 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 ja. So, jetzt gucken wir gleich mal. Hab schon, jetzt ist wieder noch, sind wir rausgekommen. Noch ist Herzmensch, Herzmenschin draußen. Wow, wir liegen nebeneinander. Hey, 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 das gibt's ja gar nicht hier. Jetzt musste ich direkt dran denken, kennt ihr noch? Ich weiß nicht, wer so ein bisschen in meinem Alter ist, ne?
Also ich sag mal Ende 40 so oder vielleicht auch in den 40ern. Kennt ihr noch Hey Hey Vicky? Ich wollte es gerade mit dem Hey Hey, kam mir sofort die Melodie von Hey Hey Vicky. Naja gut, das dazu, das will wahrscheinlich auch keiner wissen. Egal, also hier haben wir die Lilien und hier haben wir den Bären, ne, in den Eckkarten, nur damit ihr das wisst. So, liebe Herren, hier ist der Herr und dieser Herr ist Herzmensch, Herzmensch im Münz ist auch das Geschlecht Gumm, auf was ihr steht und hier sind wir direkt. Wir sind also hier Fragesteller, Fragestellerin und wir sind alle hier diese Person hier vorne. Ich glaube, das seht ihr aber auch, wenn ich das so zeige. Okay, dann schauen wir mal hier. Die ersten drei Karten, Nachricht, Kommunikation, Aktivitäten. Es geht endlich vorwärts, es geht in den Fluss in Sachen Partnerschaft. Und der Hund daneben mit Loyalität, mit Vertrauen, schicksalhaft, mit Wachstumsglück, mit dem großen Wachstum auch, ne? Kommunikation ein bisschen schwierig, ne, wenn ihr jemanden habt, aber gut, dann muss man halt durch. Trotzdem, wenn ihr Bedürfnisse habt, jetzt gerade auch im Herbst, dann sagt sie auch. Ne, ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier Neuanfänge wollt und alles. Habt da keine Angst vor, sprecht darüber. Dann bekommt ihr auch Klarheit. Ne? Und dann kann hier wirklich doppeltes Wachstum auch kommen, definitiv. Ne? Wie gesagt, die ersten drei Karten auch. Und wir liegen hier schon auf den Fischen, wir liegen auf den Emotionen, wir liegen schon hier auf den Sehnsüchten. Ne? Und die Sehnsüchte liegen auf dem Mond. Und daneben ist hier noch letztendlich das Buch. Ne? Manchmal ist es ja so, dass vielleicht ein altes Kapitel geschlossen wird, ein neues öffnet sich oder ein altes wird zugemacht und man öffnet natürlich entweder ein ganz neues oder mit der in Anführungsstrichen alten Person ein neues, das kann ja auch die Transformation sein, mit der Sicherheit, ne, wo man vielleicht auch vielleicht eine neue Chance gibt, auch jemanden, gerade jetzt im Herbst. Wir haben hier das Schöne im Kopf mit der Wunscherfüllung, mit dem Reiter, mit den Nachrichten über die Liebe, dass hier wirklich alles auch für uns schön wird. Wir haben die neuen Wege, die Entscheidungen, ne, aus dem Außen, schicksalhaft hier auch mit dieser Person, wo ich vorhin auch sagte, ne, der Bär kann, wie gesagt, Ex-Partner, Ex-Partnerin sein, kann jemand sein, den oder die ihr schon kennt, ne, mit dem großen Glück hier. Letztendlich, was man vielleicht noch gar nicht weiß oder, was ich vorhin auch sagte, auch ganz klasse sein kann, dass ein altes Kapitel hier endlich getrennt wird, ne, und man sich jemand Neues hier widmet. Oder das alte Kapitel sich transformiert, dass man endlich sagt, boah, wir wollen nochmal neu starten. Ne? Wir wollen zusammenbleiben, wir lieben uns, wir mögen uns. Ne? Und dann ist das auch unter einer guten Sonne. Wir haben hier Sterne und Sonne nebeneinander, ne? Also mega. Und das Haus auch mit dem Sicherheitsschild, also mit Geborgenheit und alles. Wenn wir das Schicksal auch auf dem Haus legen. Und er oder sie hier, ne, ist auch im Hause Schicksals. Und es kann gut sein, dass hier jemand wirklich nochmal auftaucht. Aber ich habe euch trotzdem auch gesagt, wir haben ein Kollektivorakel. Das kann auch jemand sein, der eine Person auch in dem Sinne ist, die ihr noch nicht kennt oder ich sage mal nur flüchtig mal gesehen habt und halt eine Ältere, ob Mann oder Frau, das wisst ihr, auf jeden Fall auch selbstständig sein kann und wirklich mit beiden Beinen im Leben steht. Ne? Was ich halt wunderschön finde, ist, dass die Entscheidungen in Sachen Liebe hier wirklich anstehen. Und wir setzen vielleicht jetzt unsere ersten Steps im Herbst, sage ich jetzt mal. Und es kommt auch vielleicht dazu, dass man auch endlich auch wieder, ich sag mal, Hoffnung haben kann und ob mit was Altem oder was Neuem auch. Und hier, wir haben die Blumen hier auf der Partnerschaftskarte. Letztendlich ist es so, dass da noch trotzdem auch Gespräche stattfinden müssen, um hier Klärungen, ne, letztendlich stattfinden. Also Entscheidungen hier bezüglich, wie macht man weiter, damit man auch keine falschen Entscheidungen trifft. Ne, auch wenn es jemand betrifft, die ihr schon, die Person, die ihr schon kennt. Ne, weil der Neustart, die Verankerung, Schicksals, also mit Vertrauen, Partnerschaften, alles, kann kommen. Aber nicht blauäugig sein. Das ist hier, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne, sondern das wirklich anschauen und auch wirklich schauen, was habt ihr für Vorstellungen, ne, von der Veränderung auch, mit der Sicherheit hier auch. Was wollt ihr? Wollt ihr einen Neustart? Wollt ihr, ich sage mal, vielleicht nur eine Affäre? Das muss auch geklärt werden. Ne? Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht so sein, dass man jemanden kennenlernt oder jemanden hat, wo es halt Freundschaft plus ist oder eine klassische Affäre, weil noch jemand da ist. Aber es kommt hier auch Klarheit rein. Es kommen hier Gespräche auch in Bezug auf Partnerschaft. Und das ist das, was ich vorhin sagte, auch mit dem Bär, mit dem Schicksal hier. Es kann gut sein, dass da, dass diese Person, dass da halt noch jemand ist, vielleicht schon lange da ist und endlich das jetzt auch ad acta gelegt werden kann. Ne? Dass da halt mehr Gespräche stattfinden und dass diese Person dann auch Herzmensch, Herzmenschen wird hier mit der Sonne, mit dem Wachstum, mit den Aktivitäten auch.
Aber wichtig ist, lasst euch bitte nicht hier das Blaue vom Himmel erzählen, egal ob ihr die Person schon kennt oder jetzt im Herbst kennenlernen werdet, ne? Also das ist ganz wichtig. Stellt ganz klar, was ihr auch wollt, ne? Weil dann können auch keine falschen, in Anführungsstrichen, Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise Entscheidungen gegangen oder neue Wege gegangen oder gemeinsame Wege neu gegangen werden, wo nachher total viel Traurigkeit da ist, ne? Wir haben hier schon die Trennung auf den Mäusen liegen. Also da ist schon, ne? Also die werden sozusagen von den Mäusen auch gekappt, ne? Also der Verlust im Endeffekt. Und die Komplikationen gehen hier auch schon raus, ne? Wir haben da schon die Aktivitäten wieder, die Gespräche. Also ich glaube, hier ist unheimlich viel jetzt im Herbst Gesprächsarbeit auch nötig, ne? Damit wirklich das Herzlein auch glücklich sein kann. Und dadurch, dass wir schon nebeneinander liegen, er hier im Hause auch der Sicherheit liegt, ne? Also im Sicherheitsschlüssel, hat die Entscheidung, die wirklich die neuen Wege im Kopf mit der Sonne, mit dem Wachstum, ne? Mit der höchsten Karte und auch möchte auch Wachstum, auch wirklich Alltagsglück in Sachen Partnerschaft, möchte aufbauen auch, ne? Peu à peu. Und es kann gut sein, dass es halt noch Blockaden da sind, bezüglich, weil da noch vielleicht jemand ist, ne? Aber so die Vorarbeit kann geleistet werden. Im Frühjahr kann man dann auch wirklich offiziell zusammen sein. Dann ist die Veränderung da. Dann ist das Private auch. Dann wird das, was vielleicht das Versteckspiel jetzt dann da ist bei euch schon oder vielleicht kommen wird, wenn noch niemand jetzt hat, das kann dann auch dann gehen, ne? Und dann gehen die Blockaden auch und dann ist die Liebe hier auch frei und dann muss die Liebe auch nicht auf den Blockaden liegen, dann kann der Neuanfang mit Loyalität und Vertrauen starten. Aber ich glaube, es ist ein Prozess und das ist jetzt so, im Herbst wird halt irgendwie, ich will nicht sagen, alles so ein bisschen programmiert darauf hin oder es wird halt festgestellt, welchen Weg man wirklich geht, ne? Aber er oder sie liegt hier nicht verkehrt, das möchte ich sagen. Klarheit kommt rein in Bezug auch auf Wachstum. Aber manchmal ist es im Leben so, ne? Dann muss, man darf auch nicht an irgendwas einfach nur blauäugig drangehen. Man muss alles hinterfragen, wenn man was möchte. Man darf auch dranbleiben, man darf auch kämpfen, auch ganz wichtig, ne? Wir haben auch die Seelenkarte neben uns. Und wir haben zum Beispiel auch, ne, dass das im Endeffekt vielleicht auch sich was transformieren möchte. Vielleicht eine alte Türe, was ich vorhin ja auch sagte, mit der Person wieder sich öffnen sollte. Dann müssen Gespräche stattfinden über den Neustart. Was wünschst du dir? Was möchtest du, ne? Wir haben hier wirklich im Moment noch so ein bisschen traurig, auch so in Bezug hier auf die Liebe, ne? Auf dieses ganz feste, vielleicht diese feste Verankerung hier auch. Und aber peu à peu kommt das in die Richtung. Manchmal ist es halt einfach so, dieses Wachstumsglück, das braucht halt, ne? Und irgendwann ist dann Partnerschaft da. Wichtig ist ja immer, dass die Person, dass die es halt ehrlich meint. Wenn da noch Themen da sind oder man kommt aus, ja, man kommt nicht zusammen im Offiziellen, weil halt, keine Ahnung, ne, finanzielle Themen da ist, eine Familie da ist, Arbeitsthemen. Es muss ja nicht unbedingt müssen es Personen sein. Dann muss man schauen, was es einem wert ist und wie man fühlt, ob man zusammen diesen Weg halt dann gehen kann. Ne? Verkehrt ist er oder sie definitiv hier nicht, aber wird auch Themen haben hier bezüglich auch vielleicht dieses Loslassen. Ne? Also es ist ja auch immer ein großes Thema, Loslassen. Manchmal hat man auch noch von, ich sag jetzt mal, von früher her auch noch Themen im Kopf, die einen auch total blockieren. Ne? Und wenn man sich mit dem Buch auch hier spiegelt, dann ist das auch, manchmal ist es halt, dann muss noch was offengelegt werden. Es muss darüber gesprochen werden, was ist hier. Oder man muss über irgendwelche Entscheidungen auch sprechen. Warum hat man vielleicht was beendet? Ne? Und dann kann man diesen Neuanfang auch wagen. Und dann kann auch die feste Verankerung kommen, ne? Mit dem Schicksal hier auch. Wir haben ja auf jeden Fall die Sense, die in das Buch hier auch reinsticht, was auch heißt, dass auch Sachen auch geklärt werden können, weil die kommen halt an die Oberfläche. Und dann ist Klarheit da. Und dann ist der Weg frei für Wachstum, definitiv. So, ich schaue mal nochmal jetzt auch mal hier, wer noch Single ist und niemanden im Kopf hat, wie ich auch die Person beschreiben kann. Wir haben jetzt keine neuen Karten, also hier drunter gibt es ja keine Karten mehr, aber es kann jemand sein, der selbstständig ist, hat auf jeden Fall, ist offen dafür, jetzt endlich auch mal andere Wege einzuschlagen, neue Wege, ist wirklich auch hier sehr sympathisch mit den Blumen, ne? Ist auch kreativ oder kann kreativ sein, ist vielleicht auch jobmäßig unterwegs, wie gesagt, kann auch selbstständig sein oder vom Unternehmen her unterwegs, kann auch im Ausland leben oder weiter weg, aber wir sind schon direkt neben dieser Person, ne? Also deswegen seid offen jetzt im Herbst, nicht blauäugig, immer auf, immer auch, ne? Schauen, in euch hineinhören, ihr habt alle ein gutes Bauchgefühl, aber einfach schauen, was da so sich, ne, letztendlich dann bemerkbar macht. Weil es kann ein Schicksalspartner hier sein, deswegen kann auch hier der Bär, habe ich vorhin schon ausführlich beschrieben, kann auch er sein. Ne? Weil
Herz, Mensch, Herz, Mensch, korrespondiert mit der Schicksalskarte und da ist der Bär drauf, hier mit der höchsten Karte. Ne? Und deswegen wird sowas hier auch, ne, auch wenn jemand, die, oder wenn ihr sagt, ihr kennt gerade niemanden, kommt dann hier nochmal hervor. Vielleicht jemand, der oder die wohl gar nicht dran gedacht hätte, dass nochmal hier um die Ecke kommt. Ja, auf jeden Fall Alltagsglück aus dem Außen und alles, was so letztendlich so festhalten, loslassen betrifft. Das geht hier in Bewegung und die können ja auch die Sehnsüchte gestillt werden hier mit der Treue, mit der Loyalität, mit der Sicherheitskarte und darauf liegt er oder sie auch. Ne? Eckkarten, hier haben wir die Nachrichten, Kommunikation, die vielleicht ein bisschen blockieren. Ich habe ja gesagt, vielleicht manche trennen sich auch im Herbst und haben dann jemand anders. Also wir liegen ja neben dem Herzmenschen, mehr geht nicht. Ne? Und hier im Winter ist man schon wieder ein Stück weiter. Es werden jetzt wirklich so die Jahreszeiten sein. Ne? Jetzt fangen wir im Herbst an, im Winter sind wir schon ein Stückchen weiter und dann im Frühjahr sind wir sozusagen angekommen. Ne? Das ist die Klarheit, die Wunscherfüllung. Wir haben wirklich das Angepiekste und alles, das geht in die Veränderung. Wir haben hier ein bisschen, ne, Stress, Hektik wegen Partnerschaft vielleicht, weil es in diese Richtung geht. Vielleicht wird darüber gesprochen, aber wir haben hier den Neuanfang auch. Zweifelt dann auch nicht. Das ist auch wichtig, zweifelt nicht dran, auch wenn Themen da sind. Er oder sie ist ein oder eine gute, ne, in dem Sinne. Aber wenn Themen da sind, müssen die halt einfach erstmal geklärt werden. Ne? Ich war aber auch hier nochmal in der Beschreibung mit dem Schiff, auch gefühlsmäßig, ne, ist er oder sie halt wirklich da, sehr da. Und wie gesagt, mit dem Kreuz auch ein Schicksalspartner, Partnerin. Wir korrespondieren mit dem Hund, ne? Das heißt auch von wegen uns treu bleiben, was ich vorhin sagte, nicht blauäugig sein, ne? Dann haben wir auch die Sicherheit da drauf und dann kommt er oder sie hier auch auf der Sicherheit wieder, ne? Mit den Karten dann wieder zurück sozusagen, ne? Und das ist halt auch was in dem Sinne schön ist. Hier spiegeln wir uns mit der Sense, ne? Mit den Belastungen halt auch. Wir wollen die Klarheit haben, wir wollen Wachstum endlich haben und deswegen sind wir hier noch ein bisschen angepikst. Aber wir haben das hier schon, das geht raus und die Liebe mit der Verankerung im Wachstum, Glück mit der Partnerschaft. Also sieht sehr, sehr gut aus. Wichtig ist hier wirklich dranbleiben, das würde ich glaube ich sagen, auf jeden Fall dranbleiben. Ne? Wenn ihr was fühlt und wenn ihr denkt, dass das er oder sie wirklich Richtige ist, Schicksalspartner, wie auch immer, oder jemand Neues dann halt auch, dann bleibt dran, dann habt ihr hier den Neustart, dann habt ihr hier die Verankerung auch. Und die Verankerung ist immer noch eine Stufe höher als die Partnerschaftskarte. Ne? Das müsst ihr auch immer so sehen. Und dann gehen auch hier, ne, wenn noch andere Personen beteiligt sind, die gehen hier raus, die gehen in den Verlust. Ne? Da kommt Klarheit rein durch die Treffen, da kommt hier wirklich, was hier Partnerschaft betrifft. Und dann kommt auch Vertrauen auch wieder. Manche müssen, dürfen, sollen halt einfach jetzt durch diesen Prozess, um auch zu sehen, ist man wirklich genau da mit dem oder, also mit ihr oder ihm jetzt genau auf dem richtigen Weg für sich selbst auch oder macht man sich was vor, ne? Deswegen der Fuchs auch hier ins Herz schauen und deswegen auch die Entscheidung, die getroffen werden soll und nicht hier blauäugig sein, ne, im Außen, aber auch nicht in dem Sinne an allem zweifeln, wenn ihr wirklich hier, ich sag jetzt mal, gutes Gefühl habt. Die Liebe spiegelt sich auch mit dem Blumen, mit dem Schönen. Ne? Und dann können die Blockaden auch eigentlich rausgehen, wenn drüber gesprochen wird. Und dann kommt hier wieder das Ankommen, die Wunscherfüllung mit der höchsten Karte, mit der Sicherheit und alles. Wichtig ist, dass hier wirklich drüber gesprochen wird. Ne? Und dass man dann auch Sachen auf den Tisch legt, wo man wirklich sagen kann, okay, man hat einen Neustart, man möchte das Alte hinter sich lassen, man fängt nochmal neu an, man bespricht alles, seine ganzen Bedürfnisse halt auch. Man hat auf jeden Fall dann die Klarheit drin. Und über Partnerschaft wird definitiv im Herbst ganz viel geredet. Und wie gesagt, er oder sie ist schon direkt bei uns. Also ihr Lieben, mehr sage ich jetzt gar nicht mehr hier dazu, sonst wüsste ich, könnt ihr noch viel, viel länger und alles gerne auch privat. Ne? Dann können wir uns das nochmal im Detail bei euch anschauen. Wichtig ist, schaut einfach von wegen. Vielleicht hier auch nochmal ein Hinweis, ne? Schaut, ob es Liebe ist, ne? Bei euch auch, ne? Weil Entscheidungen dann auch getroffen werden können, oder ob es vielleicht eher eine Affäre ist, Freundschaft plus, was ich vorhin auch sagte, ne? Mit dieser Person und vielleicht ist das auch eine andere Person oder, was ich auch vorhin sagte, es kann auch die gleiche Person sein. Ne, das ist auch ganz oft so, ne, dass das letztendlich dann auch die Person, dass man manchmal auch sagt, Ex-Partner, Ex-Partner, will ich nicht mehr. Und im Endeffekt, wenn ich die Kartenlegung dann gemacht habe, wenn man vorher sagt, nein, der Herzmensch ist frei, habe ich jetzt nicht, dann wird diese Person wieder zum Herzmenschen oder war die ganze Zeit schon Herzmensch. Und irgendwann mal sagt dann, ja,
sagt ihr mir dann auch, ja, stimmt schon, ist doch noch in meinem Herzen, eigentlich würde ich auch gern mehr wollen und, ne? Ah ja, wir haben ja auch den Neuanfang, Wachstum auch noch mit der Spiegelung, mit der Wunscherfüllung. Ach, und die Wunscherfüllung, die Klarheitskarte, ist sogar auf der eigenen Position, also super schön, ne? Und ersten drei Karten sind auch dafür da, dass endlich hier auf Vertrauen alles kommen kann in puncto Partnerschaft. Es wird auf jeden Fall über Partnerschaft ganz, ganz viel geredet. Und ihr seid schon ganz nah, ob er oder sie schon da ist oder halt nicht, ne? Auch ganz wichtig. Aber ihr wisst auch, ich sage euch immer wieder, rausgehen, ne? Wenn ihr euch irgendwie einigelt. Ich habe es in meiner ganzen Beratung immer wieder und ich bekomme immer das Feedback, ja, stimmt, aber ich weiß nicht wie und so. Ja, dann gebe ich euch auch gerne Tipps und wir schauen auch nach, was man machen kann, definitiv, ne? Gut, ich drücke euch ganz fest und wünsche euch einen zauberhaften Herbst 2023 in der lieben Liebe. Redet, vertraut, schaut, hört auf euer Bauchgefühl. Schaut auch hier, wie nahe ihr euch sein könnt, ne? Auch in Bezug hier mit der höchsten Karte, ob hier sich was transformieren darf, sich was verändern darf. Dann redet Klartext, ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Auch die höchste Karte spiegelt sich hier wirklich mit der Verankerung. Gut, ich höre jetzt auf, ihr wisst, ich könnte noch so lange. Dicken, dicken Megadrücker. Ich freue mich natürlich über den Daumen hoch. Und freue mich auch nicht, dass wir uns erst im Winter, liebes Orakel, wiedersehen, sondern natürlich beim nächsten Orakel. Und das kommt auch natürlich schon wieder morgen, früh um 4 Uhr, ne? Die Tagesbotschaften. Ihr Lieben, also, ich drücke euch die Daumen. Bis dann. Tschüss.